Ja, es gibt tatsächlich angenehmere Themen als ein Bewerbungsanschreiben zu verfassen. Da bin ich voll bei dir. Aber es gibt jetzt Hilfe für uns alle. KI macht's möglich. Achtung, Freunde, hier kommt mein Guide für euer maßgeschneidertes KI-Bewerbungsschreiben. Der Wunschtraum. Das perfekte Anschreiben in wenigen Sekunden. Spaß beiseite. Nur weil das möglich ist, heißt es nicht, dass es auch gut ist. Aber hast du es schon mal ausprobiert? Künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT, verfasst dir auf Wunsch innerhalb weniger Minuten ein fehlerfreies Anschreiben. Perfekt. Fertig. Nicht ganz. Auch hier ist eine saubere Arbeit gefragt. Die KI kann viel, aber deine Gedanken lesen geht glücklicherweise noch nicht. Wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, schreib mir ein Anschreiben für eine Position als zum Beispiel Buchhalter oder Buchhalterin, dann wird das nichts. Das Anschreiben wird so generisch und austauschbar, dass du dir selbst diese kurze Zeit hättest sparen können. Und wahrscheinlich werden noch mindestens 5 andere Bewerbende genau das gleiche Anschreiben mitschicken. Denn auch das Briefing einer KI muss gewissenhaft erfolgen. Auf was bewirbst du dich? Wo? Mit welchen Fähigkeiten? Und so weiter. Auch bei einem fehlerfrei und grammatikalisch perfekt formulierten Anschreiben von einer KI kommst du nicht darum herum, dieses mit einer persönlichen Note zu versehen. Also ein paar persönlichen Daten, Fähigkeiten und letzten Endes auch deinen Wünschen und Vorstellungen. Die Realität, das musst du dabei beachten. Wie erwähnt, auch KI braucht ein anständiges Briefing von dir, um ein auch, naja, nur halbwegs passendes und persönliches Anschreiben für dich zu verfassen. Alles andere wird ein belangloser und austauschbarer Text. Füttere den Bot also mit Infos, wie zum Beispiel: Ich habe vor 3 Jahren meine Ausbildung zum Fachinformatiker beendet. Damals lebte ich in München. Aus privaten Gründen zog ich 2 Jahre später nach Berlin und begann ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsinformatik. Dieses möchte ich gerne fortsetzen und im Jahre 2025 erfolgreich mit einem Mastertitel beenden. Ich bin ein analytischer Mensch, der gerne mit Zahlen umgeht. Das wäre schon besser. Aber du solltest einen Schritt weitergehen und der KI sagen, auf welche Stelle du dich bewerben möchtest. Du wirst dann vom Bot ein Anschreiben erhalten, das die wichtigsten Stichpunkte der Stellenausschreibung einbezieht. Und dann der nächste Punkt. Dies ist dann immer noch nicht ausreichend personalisiert. Das heißt, achte darauf, dass die Anrede der Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin, wenn angegeben, korrekt ist. Sind die Angaben vollständig und schlüssig im Zusammenhang mit den Anforderungen der Stelle? Sind deine Daten korrekt angegeben und wird deine Motivation für die neue Position hervorgehoben? ChatGPT und Co. greifen nämlich natürlich auf Standards aus dem Netz zurück. Das bedeutet, dass die Einleitung sehr wahrscheinlich eher wenig kreativ ausfallen wird. Also eher in Richtung, hiermit bewerbe ich mich. Auch hier solltest du auf die persönliche Note achten. Das kannst du natürlich auch durch ein genaueres und gezielteres Briefing des Chatbots erreichen. Aber es ist halt eben immer noch händische Arbeit, die selbst die KI nicht komplett übernehmen kann. Aber wer wäre ich, wenn ich da nicht noch einen klitzekleinen Hack für dich in der Tasche hätte? Der Traum wird wahr. Das geht auch einfacher. Wir können auf den Mond fliegen, aber KI kann kein maßgeschneidertes Bewerbungsanschreiben für mich anfertigen? Natürlich können Chatbots das. Es gibt KI-Tools, die genau dafür programmiert wurden, ein Bewerbungsanschreiben zu formulieren. Und jetzt kommt's. Genau für die Stelle, auf die du dich mit deinen Fähigkeiten und Kenntnissen bewerben möchtest. Der Anschreibengenerator von StepStone zum Beispiel. Super easy, gibt der KI nur 3 simple Infos, nämlich den Jobtitel, den Arbeitsort und den Unternehmensnamen. Dann kopierst du einfach den Text der Stellenanzeige ins Fenster, damit dein Anschreiben wirklich zum ausgeschriebenen Job passt. Mithilfe deines Lebenslaufs, den du idealerweise schon hinterlegt hast, erstellt dir der Anschreibengenerator ein perfekt angepasstes Anschreiben mit minimalem Aufwand. Ratzfatz. Und ja, natürlich musst du dich registrieren, klar, wie auch überall anders. Aber deine Daten sind auf jeden Fall super safe und werden natürlich nicht weitergegeben. Den Link dazu setze ich dir mal unten in die Infobox. Aber trotzdem kommen hier noch meine persönlichen Tipps und Hinweise. Es macht trotz aller Perfektheit und grammatikalischen Korrektheit des Anschreibens absolut Sinn, das Meisterwerk noch einmal genauer zu betrachten. Fehlt dir noch so ein bisschen die persönliche Note? Sind alle Angaben wirklich korrekt? Nobody is perfect, auch Robots nicht. Wenn du dir aber immer noch unsicher bist, ob der Job wirklich das Richtige für dich ist, dann schau dir bitte auf jeden Fall dieses Video an. Und jetzt kann ich nur sagen, ich drücke dir fest die Daumen, ciao und bin raus.